Ja, meine Lieben, ich bin fertig, ich schieb jetzt los. Na, scheiße, schon 22:30. Egal, ich fahre jetzt trotzdem. Ob ich das alles so durchbekomme heute noch, wie ich wollte, weiß ich nicht. Wir gehen jetzt runter, da zeige ich euch schnell meine 50er. Und ja, dann fahre ich los. Genau, das mache ich jetzt. Eins habe ich heute schon dazugelernt, diesen Rucksack nicht zu voll packen. Ja, zu voll ist nicht gut. Egal. Ja, da steht sie, meine 50er, meine kleine 57er, eine alte Huddel, Baujahr 88, war sehr günstig, wie ich schon gesagt hatte, und mit der fahre ich jetzt ins Allgäu. So Leute, ich bin mittlerweile Kaufbäuerin bei meinen Eltern, ich habe auch meine Weberkugeln gefunden und das Zeug, das lag da hinten drin. Da kram ich mit Sicherheit heute nichts raus. Ich denke mal noch was anderes raus. Irgendwo. Tja, die erste Station, wo ich angefahren habe, und die zweite Station waren leider nicht zu Hause. Naja, kann man nichts machen. Aber ich mache hier jetzt ein kurzes Päuschen und dann schaue ich ja mal einfach weiter und denke mal halt irgendwas heute noch aus. Tja, wer weiß, wo ich heute noch lande. So Leute, ich bin in meinem ganz, 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 ganz alten Zuhause. Habe auch mich mit ausgesucht. Ja, habe jetzt hier kurz noch Pause gemacht. Haben wir gemütlich eine Müllermilch eingepfiffen. Tja, und jetzt überlege ich echt, wo ich noch weiter hinfahre. Swan wäre übrigens auch hier, will aber nichts sagen. Vielleicht einmal Winke-Winke machen. Ja, nein, die kommt absolut nicht aufs Bild. Aber ihr wisst ja, wer gemeint ist. Jetzt habe ich es wieder aus der Live-Videos. Und ja, also ich überlege mir jetzt echt noch, wo ich hinfahre. Und vielleicht fahre ich doch noch Richtung Füssen. Tja Leute, jetzt stehe ich hier in Füssen oder bei Füssen, hinter Füssen, hinter Hohenschwangau. Ich rauche erstmal eine. Okay, hinter mir Königsschloss Neuschwanstein. Und natürlich habe ich mir genau einen Platz ausgesucht hinterm Baum. Ja, jetzt habe ich leider kein Display da, sodass ich es nicht kontrollieren kann, ob man das Schlössle schön sehen kann. Würden wir jetzt hier durch die Bäume schauen können, da würden wir Schloss Hohenschwangau sehen. Tja, und jetzt habe ich nämlich ein großes Problem. Irgendwo da hinten ist die Böllertschlucht und in die wollte ich eigentlich, aber ich finde es nicht mehr hin. Ach Menno, das ärgert mich jetzt. Forst- und landwirtschaftlicher Verkehr frei etc. pp. Ja gut, vielleicht geht da hinten noch ein Weg. Nein, ich kenne mich hier nicht mehr aus. Gut, das ist auch schon locker 30 Jahre her, wo ich das letzte Mal da war. Wenn nicht noch länger, ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Naja. Aber auch hier wunderschöne Landschaft, direkt an der Berge dran, an der Alpen. Der Tegelberg irgendwo hier. Irgendwo hier ist auch die Seilbahn zum Tegelberg hoch. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus hier. Doch, da. Ach, das ist der Tegelberg, natürlich. Da oben ist das Tegelberghaus. Ja, und selbst da bin ich schon hoch und runter gelatscht. Ist lange, lange her. Da waren wir noch jung und dumm. Heute ist man nur noch dumm. Naja. Gut. Dann werde ich dann mein Päuschen beenden und weiter scheppern. Vielleicht finde ich die Schlucht noch, dann sehen wir uns da drin wieder. Wenn nicht, dann halt nicht. Tja, und wo bin ich jetzt wieder gelandet? Da, wo ich letzte Woche meinen Auspuff geschweißt habe, bei meinem Brüderchen. Schöne Rundreise. Übrigens, der nächste Weg rein wäre zur Böllertschlucht gegangen,
aber gesperrt für Fahrzeuge aller Art und ja, da wollte ich dann doch nicht hinterfahren. Und 20 Minuten laufen hatte ich da auch keine Lust. Naja, jetzt muss ich schauen, was ich mit meinem Zeug mache, was ich noch habe. Aber es geht ja auch wieder nach Hause. Nachher, irgendwann. Hey ho, mittlerweile bin ich irgendwo zwischen Augsburg und Dillingen. Hintenrum übers Ländle. Nachdem ich jetzt ein kurzes Stück Autobahn gefahren bin. Wenn man das erste Mal mit so einer 50er über 200 fährt auf der Autobahn. Ja, hallo? Das bläst ganz schön. Jetzt habe ich mir gedacht, jetzt mache ich eine kurze Rauchpause und dann werde ich komplett voll ins Heim fahren. Und dann mache ich Steak und mein Bratwurst halt doch eben schnell machen. Tja, blöd gelaufen heute. Vielleicht hätte ich doch einfach hinterfahren sollen in die Schlucht. Aber die Verbotsschilder, naja, gut. Oh ja. Machen wir mal eine Rundumsicht hier. Tja, ich sag ja, mitten in der Botanik auf dem Parkplatz. Ach, endlich wieder zu Hause, Leute. Ach, jetzt haben wir 17.52 Uhr. Kann ja mal einer ausrechnen, wie lange ich unterwegs war. Ach, ich räume jetzt noch mein Zeug fertig aus und ja, ich schaue jetzt mal, ob ich mir das Steak noch schnell mache. Glaube ich schon. Steak, Bratwurst, war im Doppel gemoppelt eingepackt mit Kühlakkus, also gar kein Problem. Aber ich schmeiß mir das jetzt einfach nur in die Pfanne. Und ja, wenn ich es mir in den Hals schiebe, zeige ich euch das noch schnell. Mann, bin ich im Eimer. Ja, Freunde, ja, Hilfe, nicht runterschmeißen hier. Mensch, mein Michi. Also, Fleisch, bisschen Ketchup dazu und ab in den Hals essen. Mein Bratwürstle haue ich mir jetzt dann einfach bloß ein Ketchup drüber, ein bisschen Curry drüber streuen und fertig. Und dann esse ich. Tja, ja, genau. Gut. Dann haben wir ein klitzekleines Unterwegs-Video. Das mit dem Grillen hat leider nicht geklappt. Aber ich habe noch eine andere Stelle bei Kaufbeuren. Die werde ich mir demnächst noch angucken. Ob die immer noch geeignet ist. Und wenn die immer noch geeignet ist, ja, dann werde ich da mal ein Feuerchen machen und da was grillen. Direkt über dem Feuer. Ohne Grill. Ohne Rost. Ohne alles. Gut, Feierabend für das Video. Leute, ciao Ikowski, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Ich bin total kirre. Tschüss.